Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video brauchst du erst einmal kein besonderes Vorwissen, aber es schadet nicht, wenn du dich mit Gesellschaftsspielen auskennst. Also solltest du wissen, was man mit Würfeln, Spielkarten und so weiter macht. Unsere Ziele für dieses Video sind nämlich folgende: Wir werden die Eigenschaften eines Zufallsexperiments kennenlernen und in weiterer Folge dann verschiedene Arten von Zufallsexperimenten unterscheiden. Ich habe jetzt hier nochmal sechs verschiedene Zufallsexperimente eingeblendet. Vier davon kennst du schon aus dem Begrüßungsvideo und es kommen jetzt zwei neue dazu. Zuerst einmal haben wir den Würfel, dann die Münze, ein Spielkartendeck und die Urne und jetzt neu dazu das Glücksrad und die Roulette-Scheibe. All diese Dinge alleine sind jetzt aber noch kein Zufallsexperiment, wir müssen auch noch etwas damit tun. Den Würfel und die Münze können wir werfen. Also nennen wir diese Art von Zufallsexperiment Würfe. Aus dem Spielkartendeck und aus der Urne können wir etwas ziehen. Dabei handelt es sich deshalb um Ziehungen und das Glücksrad und die Roulette-Scheibe werden gedreht. Diese Art von Zufallsexperiment nennt man Drehungen. Klingt einfach, ist es auch. Was haben jetzt alle Zufallsexperimente gemeinsam? Wir schauen ja immer, was im Endeffekt dann dabei herauskommt. Also wir achten darauf, was das Ergebnis des Zufallsexperiments ist. Beim Würfel sind das die sechs verschiedenen Augenzahlen. Und bei der Münze zum Beispiel Kopf oder Zahl. Beim Spielkartendeck könnten wir unterscheiden, welche Art von Spielkarte, also welche Farbe wir gezogen haben. Also Pik, Herz, Treff oder Karo. Und bei der Urne, wenn wir wieder davon ausgehen, dass rote und blaue Kugeln drin sind, so wie im Begrüßungsvideo, könnten wir die Farben der Kugeln unterscheiden. Beim Glücksrad funktioniert das meistens so, dass irgendwo ein Pfeil montiert ist und wir schauen dann drauf, wo das Rad zum Stehen kommt, wenn das Ganze nicht mehr weiter dreht. Und bei der Roulette-Scheibe ist das so ähnlich, da haben wir so eine kleine Perle und wir schauen im Endeffekt dann, in welchem Zahlenfeld die Perle liegen bleibt. Alle Zufallsexperimente haben nämlich gemeinsam, dass es verschiedene Ergebnisse gibt. Das ist die erste wichtige Eigenschaft von Zufallsexperimenten, nämlich es gibt mehrere Ausgänge. Das heißt auch, dass es mindestens zwei verschiedene Ausgänge gibt, denn angenommen, es gibt nur einen Ausgang, der eintreten kann, dann haben wir ja kein Zufallsexperiment, weil das ja mit Sicherheit passiert. Das hängt auch eng mit der zweiten Eigenschaft zusammen, und zwar, dass das Ergebnis, wie im Namen schon drinsteht, zufällig ist. Wir wissen also vorher nicht, was passieren wird, wenn wir das Zufallsexperiment durchführen. Und die dritte wichtige Eigenschaft ist noch, dass wir das Experiment, wenn wir das möchten, grundsätzlich so oft wie nötig wiederholen können. Also, wenn wir das wirklich wollen, könnten wir beliebig oft würfeln, aber irgendwann wird man wahrscheinlich keine Lust mehr haben, das zu tun. Prinzipiell geht's aber. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine kleine Übungsaufgabe für dich. Ich gebe dir noch sechs weitere Zufallsexperimente und du sollst dir überlegen, um welche Art von Zufallsexperiment es sich dabei handelt. Die erste Möglichkeit, die ich dir jetzt gleich vorstelle, hat damit zu tun, wenn es darum geht, irgendjemandem eine Aufgabe aufzuhalsen, die niemand machen möchte. Zum Beispiel abwaschen. Dann könnte man Strohhalme nehmen und schauen, wer den kürzeren zieht. Also man nimmt mehrere Strohhalme, schneidet einen kürzer und dann lässt man die Leute der Reihe nach ziehen. Die Person, die den kürzesten hat, muss dann den Abwasch machen. Also Strohhalme ziehen. Die zweite Möglichkeit ist, dass man eine Flasche nimmt, auf den Boden legt und dreht. Ein recht beliebtes Partyspiel, Flaschen drehen. Die dritte ist, wenn man Reisnägel nimmt, das hast du vielleicht schon im Schulunterricht gemacht, und sich einfach anschaut, wie der Reisnagel zum Liegen kommt, wenn man ihn in die Luft schmeißt. Dabei gibt es zwei, manchmal auch drei Möglichkeiten, wie dieser aufliegen kann. Ich habe jetzt hier alle drei dazu genommen. Nämlich kann der Reisnagel entweder auf dem Kopf liegen oder auf der Seite oder auch in seltenen Fällen mit der Spitze einfach im Boden stecken bleiben. Dann Beispiel Nummer 4 ist ein Marmeladebrot, das vom Tisch herunterfällt. Und dann könnte man schauen, ob es jetzt mit der Marmeladeseite oben aufliegt oder mit der ohne Marmelade. Dann das fünfte Beispiel, auch ein beliebtes Partyspiel. Twister, nehmen wir die Twister-Scheibe und zu guter Letzt noch das Lottospiel, also einfach eine Lotterie. Und jetzt würde ich dich bitten, das Video kurz zu pausieren und dir zu überlegen, welche Art von Zufallsexperiment jedes dieser Beispiele jeweils ist. Ich hoffe, du hast da deine Ergebnisse notiert. Wir gehen jetzt hier die Auflösung gemeinsam durch. Was dir aufgefallen sein dürfte, ist, dass den ersten drei Beispielen hier im Titel eigentlich schon verraten wird, welche Art von Zufallsexperiment das ist, weil ja hier von Ziehen, Drehen und Werfen die Rede ist. Und deshalb handelt es sich auch um eine Ziehung, eine Drehung und einen Wurf.
Bei den anderen drei Beispielen ist das vielleicht nicht so eindeutig, aber ich bin mir sicher, dass du das auch leicht herausgefunden hast. Wenn wir das Butterbrot oder Marmeladebrot auf den Boden schmeißen, könnten wir das ja als Wurf betrachten. Und beim Twister wird der Pfeil gedreht und dann schaut man, in welchem Feld er zum Stehen kommt und welche Hand oder welchen Fuß und welche Farbe man hat. Und beim Lotto haben wir hier so eine Urne quasi und in der sind die ganzen Lottokugeln drin und dann wird eine dieser Lottokugeln gezogen. Deswegen handelt es sich hier um eine Ziehung. Das war's auch schon, damit sind wir fertig. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke für deine Aufmerksamkeit.